Frage ist jetzt eigentlich nur, wie wir das platzieren. Und ich hätte wahrscheinlich das jetzt hier hingestellt. So, der Hauptstall. Sollte der Reitteile vielleicht mal ein Upgrade geben? Die sieht echt blöd aus. Naja, ich hätte das jetzt, glaube ich, so gelöst. Also auf jeden Fall mit dieser Kuppel da. Wie auch immer ich das hier hinstellen werde, sonst kommt einfach hier diese Box hin. Und ist hier so eine kleine Stelle für... Weiß ich auch nicht, werde ich gleich noch gucken. Und dann bleibt uns noch dieser Stall hier übrig. Ich finde, das ist okay. Und dann kommt hier noch eine Koppel hin. Das gefällt mir auf jeden Fall besser als davor. Also nicht von da davor. Ich finde, das ist beides toll. Aber auf jeden Fall besser als das erste, was wir hier gemacht haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich meinen Hof jetzt zum zweiten Mal umbaue. In einem Video. Beziehungsweise in zwei Teilen. Das andere wäre wirklich zu lang gewesen. Sorry. Kommt hier. Oh Leute, das passt einfach perfekt. Das ist ein Zeichen. So sieht das jetzt aus und wir können anfangen zu dekorieren und das dann noch aufzuräumen. So sieht das jetzt von oben aus. Ich finde das ganz schön süß. Und ja, wir beginnen auf jeden Fall. Oder ich würde einfach sagen, ich schleude die ganzen Sachen darüber und dann kann ich sie aufbauen und so. Schwuppsiwupps ist jetzt alles dort. So, mein selbstgebastelter Pappständer, Regal, was auch immer, das Regal. Es ist in Ordnung, es ist stabil und das ist das, was zählt. Und das passt perfekt rein, Leute. Das muss man sich erstmal geben. Sogar das hier kann mein cooles Regal tragen. Ja, jetzt seid ihr alle beeindruckt. Ja, machen wir weiter. Hier kommt auf jeden Fall... Mann. Ja, es tut mir leid. Wenn ihr beide umfallen wollt, dann fallt beide um. So, du bleibst jetzt. Und wenn du umkippst, dann weiß ich auch nicht. Ja, so ein Sattelbock, den stelle ich einfach mal hier vor. Na ja, gut, wenn man die Tür aufmacht, ist es ein bisschen blöd. Blöd. Nein, ich stelle den jetzt einfach dahin. Ist mir egal. Und ihr bleibt dort. Okay? Bleibt doch da. Also nachdem er umgefallen ist, hat er so eine kleine schiefe Lage angenommen. Ich weiß gar nicht warum. Ja, mal sehen. Ich versuche trotzdem mein Glück, das so zu machen. Ich hoffe, du bleibst jetzt auch stehen. Weiter geht's hier noch mit einem Baum. Ich habe jetzt hier noch den Zaun hingestellt, weil meiner ein bisschen instabil war, wie man schlecht erkennen kann. Ja, jetzt haben wir auch noch mal zwei Bäume, die wir auf jeden Fall verteilen. Leute, wir sparen nicht an Bäumen. Bäume forever. Das sieht echt blöd aus. Ich werde auf jeden Fall noch meine Reithalle noch mal neu machen, damit das hier auf jeden Fall besser aussieht. Ja. Hier haben wir auch noch einen Baum, der kommt dann hier in meine Sattelkammer. So, das Ding hier kommt einfach hier hin. Das ist wahrscheinlich für den Reitplatz, aber ich finde das eigentlich ganz schön. Deswegen stelle ich es jetzt hier hin. Das kommt mit in die Sattelkammer. So wie das. Das hier auch und das hier auch. So, das kommt noch als Deko hier hin. Und der hier auch. Und das hier auch. Nee, dann kommt das auch hier vor. Ach, das geht nicht. Mann, oh. Das geht halt wirklich nicht. Nicht mal das geht dann so. Dann kann man die Tür zwar nicht mehr öffnen, aber müssen sie ja auch nicht. Dann so. Das sieht aus, als hätte die Tür irgendwie so eine Brille. Das erinnert mich an Angry Birds. Ich habe es jetzt einfach so gelassen. Ich habe es aufgegeben. Und hier kommt noch so ein kleiner Tisch hin mit einer Blumenvase. Und der fällt nicht um. Verschönern wir diesen Bereich. Ich habe das Gefühl, der hat noch nicht so ganz Aufmerksamkeit bekommen. Deswegen, was stellen wir da noch hin? Vielleicht legen wir das einfach da rein. Und noch eine rein. Und wir stellen da noch einen Tisch hin. Ja, genau. Der Tisch, der wird's machen. So, mit einem Stuhl. Und der Eimer, der verschönert das Ganze auch nochmal ein bisschen. Und die Kiste, die sorgt auch nochmal für so eine Atmosphäre, die weiß ich auch nicht, was macht. Hier kommt jetzt noch ein Tisch hin. Und die nehme ich alle mit zur Sattelkammer. So, meine Lieben. Die Kiste, die stellen wir einfach dahin. Das Ding habe ich zweimal. Ah, nee. Hä? Nee, das war hier da irgendwo. Das kommt da jetzt rein. Tschüss. Die ganzen Boxen, die stelle ich daran. Und die Halfter kann ich hier anhängen. Oh Leute, das ist so cool. Es sieht schön aus. Ich finde das so schön. Ja, ein Stuhl kommt jetzt einfach mal hier hin, das da rein. Und jetzt haben wir noch einen Heuhaufen.
Leute, wir haben Heu. Hundi dahin, Hase dahin, Katze dahin. Und hier noch. Ganz wichtig. Huch. So. Ich glaube, du magst keine Äpfel. Deswegen kommen wir darauf. Oder dahin. Und jetzt machen wir uns hier an die Reithalle. Ja, sie. Die habe ich noch nicht ausgeräumt, das weiß ich. Die Sprünge, die kommen auf den Reitplatz. Ich glaube, der kann ja immer drin bleiben, aber der Rest, der kommt auf den Reitplatz. Und ich glaube, ich werde mich am Wochenende darum kümmern. Und die ganzen, nee, die nehme ich nicht mit, weil die dazu gehören. Aber drei reichen. Leute, ich bin sehr froh, dass ich das mit mir selber ausgemacht habe, dass ich den Hof auf jeden Fall nochmal umbaue. Ich war davor wirklich nicht zufrieden. Ich könnte sagen, auf manchen Stellen, also irgendwie, ich finde den, glaube ich, sogar ein bisschen schöner als den anderen Hof. Also als meinen ganz alten, den ihr schon im ersten Teil gesehen habt. Das kommt hier ran. Ich weiß leider nicht so ganz, wie ich meine Lichterkette verstecken soll. Das geht irgendwie nicht. Okay, geht doch. So, ich werde auf jeden Fall ein Makeover geben. Freut euch schon mal darauf. Und ja, der Hof ist fertig. Ich finde den cool. Ich glaube, ihr habt jetzt alles gesehen. Es wird wahrscheinlich auch nochmal eine Hoftour dazu kommen. Und jetzt machen wir das Fettabend in die Box. Und mir wurde in den Kommentaren geschrieben, dass das Fettabend in deine Box beim letzten Video ein bisschen zu kurz war. Aber Leute, ich habe nicht so viele Boxen wie vielleicht bei anderen YouTubern. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, vielleicht auf den Koppeln, aber da stelle ich jetzt nicht hin. 8, 9, huch, was ist mit der... Nein. Warum bist du umgefallen? Ich habe 9 Boxen. Das ist jetzt nicht gerade viel, aber es reicht. Aber warum? Oh mein Gott, ey. So, willst du nicht mal stehen bleiben? So, jetzt kommt das da Lift wieder rein. Und das stelle ich dir einfach vor. Tja. Naja, 9 Boxen, 9 Pferdekümmel verteilen. Hier liegen schon mal 2, die gerne auf den Hof möchten, glaube ich. So. Die auch. Leute, ihr seid das. Ihr wisst das. Ihr wisst, wie er heißt. Und ich habe seinen Namen wieder vergessen. Ich weiß nicht. Er fängt mit Picasso. Das ist Picasso. Ich habe ihm letzten Video Pino genannt, weil mir der Name nicht eingefallen ist. Ich wusste, der beginnt mit P. Aber ich habe den Namen wieder. Es ist Picasso. Picasso, wir kennen ihn doch alle. Kennt ihr ihn noch von der Talentshow, Leute? Kennt ihr ihn noch? Er ist eine Legende. Naja, Picasso, dann... Oh, ich weiß den Namen. Ich weiß ihn nicht mehr. Schade. Ich kann mir wirklich viel merken, aber manchmal fallen mir diese Namen nicht ein. Missy, jetzt haben wir schon mal 4. Wir brauchen noch 5 Pferde. Leute. Fleur. Nee, das war Snow. Oder war das Fleur? Ich glaube Fleur. Milka kommt auf jeden Fall auf den Hof. Dann, was haben wir hier noch so drin? Ja! Er war mal der Schullehrer von meiner Serie auf Fohlenschule. Aber die hatte ich schon beendet. Die war irgendwie vor 3 Jahren, glaube ich. Jetzt ist das Gefühl, ich habe hier gar keine Stuten. Dann muss ich das vielleicht ein bisschen austauschen. Beauty! Oh, die hat ein Haargummi. Das ist gar kein Haargummi. Ah, das ist für die Sättel. Genau, das ist wichtig. Das kommt hier rein. Ja, und sie. Gut. Wie viele Boxen haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habe ich richtig gezählt? Ich glaube, das stimmt. Dann kommen die beiden auf jeden Fall in den Hauptstall. Das ist klar. Sie hätte ich auch noch gerne auf dem Hof. Nee, vielleicht hat sie noch später Platz. Missy. Nee, ich mache da 2 Hengste, 2 Stuten rein. Dann... Picasso? Ja, Picasso, den nehmen wir doch rein. Aber der war eigentlich immer in einer Einzelbox. Ja, okay. Er hat es auch einmal verdient, hier reinzukommen. Jetzt nehmen wir euch noch alle mit. Mal gucken, ob ihr das noch auf den Hof schafft. Ich weiß es nicht. So. Hier ist mir das tatsächlich noch ein bisschen leer. Ich werde gucken, ob ich da noch vielleicht was bastel. Aber, wie gesagt, mal gucken. Ja, ich habe ihn jetzt erstmal hier dann doch hingestellt. Dann ist es ein bisschen voller. So, in irgendeiner Art und Weise. So, wer wird denn hier reinkommen? Ich glaube, das könnte immer Milka sein. Und dann ihre Freundin. Jetzt haben wir noch 4 Boxen übrig, aber ich habe nur noch eine übrig. Also irgendwie habe ich falsch gezählt. So, dann kommt sie hier rein. Dann kommen hier bei 2 Pferde rauf. Und er wird hier in der Halle longiert. Das hat ganz schön lange gedauert, aber das war es jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!